Wir sind morgen sicher nicht chancenlos. Die Vorfreude ist riesig, wenn man das Stadion anschaut. Da sind so, glaube ich, einige Schlachten ausgetragen worden. Und wieso nicht die morgen von uns, dass wir morgen ein gutes Spiel zeigen und auch als Wunder können glauben. Und, ja, ich glaube an meine Mannschaft, dass ich morgen das Spiel kann drehen kann. Aber für das braucht es einen perfekten Tag. Kann die Niederlage aus dem Hinspiel vielleicht sogar einen kleinen Vorteil sein, insofern, als dass sie euch unterschätzen? In erster Linie haben wir sicher mal nichts zu verlieren hier im morgigen Spiel. Wir wissen das Resultat, wir haben jetzt einmal gegen den Gegner gespielt. Und sie sind schon relativ konzentriert gewesen, auch defensiv gut organisiert. Und darum müssen wir uns sicher die ein oder andere Überlegung im Offensiven natürlich wahrnehmen und umsetzen, dass wir mal effizient sind, aber dürfen natürlich auch die Defensive nicht vergessen. In der Champions League hat es interessante Beispiele gegeben, wie schnell das gehen kann im Fußball in letzter Zeit. Wird man das auch thematisieren vor den Spielern? Die Match schauen ja alle auch selber. Ja, klar sind das auch gute Beispiele, dass man das Spiel auch sofort oder schnell kann kehren kann. Das hat es gerade in den letzten Spielen, sogar in den Halbfinals gezeigt, dass es relativ schnell kann gehen, wenn man nicht konzentriert ist über 90 Minuten. Also von dem her, wir hoffen, dass wir morgen gut ins Spiel kommen, dass wirklich Selbstvertrauen wieder zurückkommt, gerade in der Startphase, und dass wir in Führung gehen können. Das wäre sicher in unserem Spiel Gold wert. Und dann wollte ich mal Chelsea sehen, wie sie dann reagiert.